Und wir kommen zum Platz Nummer 3. Und dem besten Beweis, dass alles Schlechte auch seine guten Seiten hat. Es kommt ja relativ selten vor, dass man für die Kommentierung eines Fußballspiels einen Fernsehpreis bekommt. Erst recht nicht, wenn das Spiel sich um 76 Minuten verschiebt. Aber sie haben gleich mehrere Auszeichnungen bekommen. Und zwar genau für diese 76 Minuten. Hier sind auf Platz Nummer 3 Marcel Reif und Günther Jauch. Es gibt Situationen, die sind an Absurdität nicht zu überbieten. Zum Beispiel ein Fußballspiel, dem ein Tor fehlt. Und wenn zwei Moderatoren auch im größten Irrsinn einen kühlen Kopf bewahren, dann haben sie sich ein Denkmal gesetzt. Für alle die, die nicht rechtzeitig eingeschaltet haben, sie haben etwas verpasst. Das erste Tor ist schon gefallen. Das war wirklich große Fernsehunterhaltung. Noch nie hätte ein Tor einem Spiel so gut getan. Das sind einfach Sternstunden im Fernsehen. Der denkwürdige Fußballabend des 1. April 1998 begann so, wie ein Champions-League-Halbfinale beginnen sollte. Das Bernabeu-Stadion in Madrid mit 85.000 Fans ausverkauft. Die Reporter in bester Fußballlaune. Marcel Reif ist der Reporter. Diese Zuschauer wollen ihre Mannschaft marschieren sehen. Doch von Marschieren kann erst einmal keine Rede sein. Denn noch vor dem Anpfiff um genau 20 Uhr und 44 Minuten passiert das. Und jetzt, neulich in Madrid, gibt es auch noch hier, ein Tor ist umgefallen. Rechts das, wir werden also jetzt ein bisschen Zeit haben, nehme ich an. Ein bisschen Zeit, zu diesem Zeitpunkt noch optimistisch gedacht. Die Minuten verstreichen, nichts passiert und es beginnt das genialste Rededuell der Fußballgeschichte. Jetzt fummeln die an dem Netz rum. Das ist so wie Fischer. Spanische Fischer. Ja, das macht mich also jetzt ganz betroffen, weil die warten nicht etwa auf das neue Tor, sondern dann kommt dann irgendwas müssen wir machen. Lass uns doch das Netz flicken, wo nichts zu flicken ist. Ja. Ich weiß noch damals, das war ein Riesending. Da hat man sich zusammen telefoniert mit den Kumpels. Jeder hat das ja irgendwie geschaut. Hat sich mit den Kumpels zusammen, hast du das gegeben, musst den Fernseher anmachen, du musst gucken, das gibt nicht, das ist ein Wahnsinn. Das war ein ganz großes Kino. Ich habe da vorgesessen und gedacht, wow. Der Mann in dem dunklen Anzug ist gut. Guck, in der Mitte der. Direkt in der Mitte der, mit der dunklen Krawatte. Ja. Der das Ganze leitet jetzt. Aha. Achtung, schau. Jetzt. Eieieiei, Bedenken. Ich kann nur warnen. Ja, mahnen und warnen. Eieiei. Der ist es, guck. Ja. Oh, abwehrende Handbewegung. Oh. Kommission einsetzen. Man hangelt sich in so einer Situation von Minute zu Minute zu Minute. Achtung, da kommt... Was? Er nimmt den Hammer. Er nimmt den Hammer weg. Aus. Entweder, hat er links einen Meißel? Das? Ja. Was heißt das? Wenn der jetzt hinten in seinem Kämmerchen, in seinem Keller, ein Tor baut... Ja. Dann ist er morgen... Ja, ist er der Held dann von Madrid. Dann ist er ein Held. Wie die zwei das gemeistert haben, das sind Profis. Und hier sehen wir bereits das zweite Tor. Es ist 1. April, Leute, aber das ist alles kein Gag, was wir Ihnen da zu Hause unterjubeln müssen jetzt. Das ist alles wirklich Realität. Wenn das Ganze natürlich dann auch noch zu einer Stundenveranstaltung wird, das wünscht man sich ja geradezu. Jetzt höre ich gerade von unten, der Schiedsrichter, da ist er, Mario van der Ende, akzeptiert dieses Tor nicht, weil es ein Trainingstor sei. Ich glaube, der schönste Satz aus dieser Reportage, ein Tor würde diesem Spiel gut tun. Das war natürlich großartig. Habt ihr noch ein Tor? Was? Ja, wir brauchen ein Tor jetzt. Wie, was? Wir brauchen unbedingt ein schnelles Tor. Ja. Das würde dem Spiel gut tun. Der Satz. Noch nie hätte ein Tor einem Spiel gut getan wie heute hier. Früh oder ein spät. Frühes, aber ein ganz frühes ganz Tor. Ganz früh. Oh Gott. Ein ganz frühes Tor, ja. So, was sagt Mario van der Ende? Aber haben Sie den Daumen gesehen? Der Daumen, war oben. Leute, es ist Hoffnung. Daumen nach oben heißt vielleicht auch... Bringt mir ein neues Tor. Aber jetzt langsam mit dem Seil. Mir hat man mal gesagt, ja, nach fest kommt ab. Ja, das ist jetzt wichtig. Jetzt müssen wir messen, Freunde. Dass Sie, meine Damen und Herren, nicht denken, dass wir irgendwie unvorbereitet wären, kann ich Ihnen ja mal zeigen. Das sind 1,50. Und jetzt nochmal einen Meter dazu. Bis hier, wo jetzt mein Knie ist. Das wären dann 2,50. Und davon 6 cm abziehen. 6 cm sind 5 cm, also eine Steinholzschachtel plus 1 cm. Dann hätten Sie genau die Höhe, die dort gemessen werden muss. Das war auch ganz große mathematische Leistung. Also erstaunlich.
Oh, jetzt wackelt doch wie ein Lämmerschwanz. Was sagt der Linke? Kann jemand Lippen lesen? Halb so wild, sagt er auf Spanisch. Also es sieht so aus, als würden wir wirklich in Kürze hier zur Tat schreiten. Jetzt tun wir so, als... Na, wir vergessen einfach, was bisher war. Seien Sie flexibel, meine Damen und Herren zu Hause. Machen Sie es doch einfach mit. Wir beginnen jetzt. Herzlich willkommen im Estadio Bernabeu zu Madrid. Darf ich dann nochmal die Schlüsselübergabe machen? Und dann wurde an diesem denkwürdigen Abend tatsächlich noch ein Fußballspiel angepfiffen, an dessen Verlauf sich allerdings kaum jemand erinnert. Denn während des Tordebakels sahen insgesamt 12,76 Millionen Zuschauer zu. Als der Ball dann endlich rollte, ließ das Interesse merklich nach. Ich glaube, solche Pannen sind eher ein Hingucker als ein langweiliges Fußballspiel. 1,5 Stunden gefüllt mit nichts, also nur mit einem Tor. Da waren wirklich die richtigen Leute im richtigen Moment, im richtigen Studio, beim richtigen Sender. Und für die beiden Helden dieses Fußballabends hagelte es Auszeichnungen, den Bayerischen Fernsehpreis und den Goldenen Löwen. Zu Recht, denn das scharfzüngige Scharmützel war ein echter Volltreffer. Es gibt einen Mann, von dem würden laut Umfragen...